Moin, wir sind Sophie und Luke und wir waren die letzten Wochen im Balkan mit dem Motorrad unterwegs. Wir möchten gerne im Sommer 2022 auf unsere mehrjährige Weltreise mit dem Motorrad starten und dieser Albanien-Trip war quasi der Test dafür. Wir sind in Karlsruhe losgefahren, über Österreich und Slowenien, dann nach Kroatien. Und dort haben wir uns tatsächlich mit Valle on Tour getroffen und sind in TED Kroatien gefahren, was einfach wunderschön war. Schließlich ging es für uns nach Bosnien und vor allem die Hauptstadt Sarajevo hat uns nachhaltig beeindruckt. Montenegro war als nächstes dran. Das kleine Land beherbergt interessanterweise die zweitgrößte Schlucht der Welt. Geschockt haben uns aber vor allem die Waldbrände. Montenegro war aber dennoch ein absolutes Highlight. Nach einigen Wochen kamen wir dann endlich in Albanien an, unser Ziel der Reise. Im berühmten albanischen Theth-Tal kamen wir ordentlich an unsere Grenzen. Das Video dazu ist jetzt nochmal verlinkt. Heute geht's um Finanzierung, Ängste und Reisetipps für den Balkan. Ihr habt uns haufenweise Fragen auf Instagram gestellt, die wir jetzt beantworten. Okay, Matthias 1250 haut gleich einen richtig harten Brocken raus. Wie teuer war circa eure gemeinsame Tour? Wie viel hat's gekostet? Ich glaube, es waren circa 1500 pro Person. Also 3000 Euro, vielleicht plus noch mal ein paar Euro obendrauf. Ich würde mal sagen, so 3500 Euro. Ja, für zwei Personen, für vier Wochen finde ich das eigentlich ganz gut. Ja, natürlich, wir haben uns immer unser Budget gesetzt. Also unser Budget ist immer 1500 Euro pro Person pro Monat, egal wo wir hinfahren. Und dementsprechend passen wir das an. Wir waren dieses Mal sehr häufig in Hotels. Dort so wenig kosten. Ja, genau, weil es so günstig war. Das war auch der Grund dafür. Genau, ja. Wir hatten ja unser Budget 1500 und warum dann nicht auch in Hotels gehen? In Norwegen waren wir viel zelten, ja. Weil da war es viel teurer. Also, Essen war dort auch super günstig. Ja. Geil war es auch. Würde ich euch eh empfehlen, so viel es geht, wenn es die Finanzen hergeben, lokal essen. Ja. Nagelfing fragt, was habt ihr zu Hause vergessen, was ihr gut hättet gebrauchen können? Bisschen mehr Enduro-Skills. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nichts. Ich glaube nichts, ne? Wir haben zu viel mitgenommen, bin ich der Meinung. Aber das glaube ich immer so, oder? Ja, also, aber wir hatten jetzt durch die geile Kofferlösung von SMOTEC hatten wir, ich glaube, 45 Liter auf beiden Seiten, plus nochmal 36 Liter Topcase, plus nochmal 40 Liter Drybag, plus nochmal 2x9 Liter dieses Seitenteil. Wir hatten so viel Liter Gepäck. Wir hatten so viel Platz. Ne? Genau, und dann willst du es ja füllen. Die waren aber nicht alle voll, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer viel Platz hat, nimmt auch viel mit. Und ich würde mal sagen, wir hätten es noch mit der Hälfte der Sachen schaffen können. Ich glaube auch, ja. Unseren Kocher zum Beispiel haben wir kein einziges Mal ausgepackt. Oh. Unser Feuerstahl, unser Messer, all das haben wir gar nie gebraucht. Aber liegt auch vor allem daran, dass wir halt so selten campen waren, weil es so günstig war. Genau. Timpri fragt, wie viel Reisezeit würdet ihr für jedes bereiste Land empfehlen? War eure Zeit zu kurz, zu lang? Zu kurz. Zu kurz, ja. Viel zu kurz. Aber auf Social Media sieht das immer so aus. Wir waren eigentlich nur 4 Wochen unterwegs im Balkan tatsächlich. Aber haben natürlich extrem viel Zeug aufgenommen und das alles zu schneiden und so weiter, das braucht einfach ewig. Deswegen ging das jetzt bis in den November oder jetzt Dezember rein quasi, unsere Balkan-Tour. Also wir waren nicht ein halbes Jahr im Balkan, sondern nur 4 Wochen. Und das war immer noch zu wenig. War viel zu wenig Zeit, ja. Also was mir am meisten im Kopf geblieben ist, waren Bosnien und Montenegro. Und wir hatten die nur so als Durchreiseländer geplant, damit wir halt möglichst schnell nach Albanien kommen. Aber das waren in meiner Erinnerung die schönsten Länder im Balkan. Montenegro, dieses klitzekleine Land mit dem Gebirge am Meer und Bosnien mit diesen bewaldeten Hügeln und alles. Ich hätte da wirklich jeweils 4 Wochen verbringen können. Soll nicht heißen, dass man unbedingt 4 Wochen braucht, wenn man da hinreist. Ja. Aber boah, wenn man nach Albanien will, kannst du auch relativ schnell einfach die Küste lang brettern. Mhm. Wir haben dort welche kennengelernt, die Elke und den Stefan, die sind glaube ich an 2 oder 3 Tagen runtergefahren nach Albanien. Mit dem Auto, ja, aber die zwei Österreicher, Clara und Konstantin, die wir getroffen haben, waren ähnlich schnell unterwegs. Also es gibt auch viele Leute, die heizen einfach runter und verbringen dann 2 Wochen in Albanien und fahren dann wieder hoch. Aber ich würde mal sagen, 2 Wochen sollte man mal mindestens einplanen, weil ansonsten wird es echt Ja, und das sportlich. Ist auch schon sportlich, finde ich. Wie Sophie meinte, du kannst in jedem dieser Länder eigentlich mindestens 1 Monat verbringen, wahrscheinlich viel länger. Ja. Die Zeit ist immer zu knapp, oder? Du findest immer irgendwas Neues, was du dir anschauen willst, was Neues, was du essen möchtest. Ja, ja. Gerade wenn man nicht jeden Tag fahren will. Ja. Amico fragt, würdet ihr dort noch einmal hinfahren? Jo, oder? Mhm. So viele Leute fragen, wie viel es gekostet hat, aber das haben wir ja schon geklärt alles. Haben auch ein paar andere Leute auf YouTube und so weiter haben gefragt, wie wäre denn der Trip anders verlaufen, wenn wir mit den Himalayas gefahren wären? Hm. Ich
glaube, meine Batterie hätte nochmal aufgegeben. Wir haben jetzt, glaube ich, 3 Batterien in 2 Jahren durchgekaut, in was die Himalayas ist. Die Batterien sind richtige Rotz. Also was mir extrem gut gefallen hat an den BMWs, war echt die Zuverlässigkeit. Die sind ja, wir haben sie ja ein paar Mal hingeschmissen und dann auch mal eine Nacht irgendwo stehen gelassen. Und also, aber die haben nie irgendwelche Probleme die haben gehabt. Nicht gemeckert, ja. Also überhaupt nicht. Das war echt irre. Ja. Wäre es großartig anders verlaufen. Ich glaube, wir hätten uns ein bisschen leichter getan, was Offroad angeht, weil die Maschinen einfach nochmal 30, 40 Kilo weniger wiegen am Ende dann. Aber ja, ich glaube, selbst die 200 Kilo, die so eine Himalayan wiegt, wären am Ende trotzdem stellenweise zu viel gewesen. Also das ist auch so unser Gedanke momentan mit der Weltreise. Wissen wir noch nicht so ganz, ob das die Himalayan wird oder eben nicht. Ja, das so, ist schwer zu beantworten. Ja. Also wäre vielleicht besser gewesen, vielleicht schlechter, vielleicht wäre was kaputt gegangen. Weiß man nicht so ganz. Die Leistung wäre auf jeden Fall kein Problem gewesen. Nee, also 25 PS hätten easy gereicht. Ja. X-Torte 20 fragt, wann macht ihr endlich ein Offroad-Training? Ah, Freunde der Sonne. Sophies Lieblingswort ist nämlich Hechlingen. Ihr müsst euch vorstellen, wir machen uns ja mit diesen Videos, die wir hochstellen, auch so gewisserweise angreifbar, weil wir zeigen, wie wir uns anstellen und dann schreiben halt nicht nur 2 Leute macht man Enduro-Training, sondern gleich ein paar hundert oder vielleicht sogar inzwischen schon 1000, ich weiß es nicht. Wir lesen jeden Tag, so oft macht man Enduro-Training. Und ja, oh mein Gott, ja, wir haben halt vor dem Balkan keins gemacht und viele schreiben auch, oh, so könnt ihr doch keine Weltreise starten. Ja, die Weltreise fängt im nächsten Jahr an, im September nächsten Jahres. Da ist noch ein Sommer Zeit, um viel zu lernen. Und wir wollen das Offroad-Training oder irgendwie Tipps von jemandem, der Offroad-Plan hat. Wir wollen das natürlich nur mit den Weltreisemotorrädern machen, weil wir denken, das macht am meisten Sinn. Viele sagen natürlich auch, du kannst ein Enduro-Training machen mit den GS, also nimm schwereres und dann kannst du es mit einem leichteren auch. Ja, von mir aus können wir auch alles machen. Wir werden auf jeden Fall nicht so unvorbereitet losfahren, wie wir vor dem Balkan waren. Das, genau. Also, haben viele geschrieben von wegen, ja, dass ihr euch nicht mit euren BMWs auskennt, ist ja peinlich und so. Und da habe ich mir gedacht, es war wir haben die Bikes nur für ein paar Wochen. Warum soll ich nur für den Bike genau. Warum soll ich die jetzt in- und auswendig lernen? Was, welcher Schlauch da was? Und ist mir egal. Da wir haben sowieso schon viel dazu gelernt. Also ich kümmere mich darum, wenn ich eine Weltreise mache, aber nicht, wenn ich 3-4 Wochen wegfahre. Genau. Ist mein Ansatz. Da werde ich bestimmt auch mal auf die Fresse fliegen, aber das ist so. Das ist okay. Gut. Oh, das ist eine geile Frage. Cool. Daniel Helsper fragt, seht euch im Rückspiegel an. Was werdet ihr dort in 20 Jahren sehen? 20 Jahren habe ich Falten. Okay, jedenfalls, ich habe da auch Falten und also ganz schlimm und große haarige Ohren. Aber in 20 Jahren haben wir keine Ahnung und das ist ja auch irgendwie das Schöne. Also wir sind... Ja, gell, also wir haben... Das kann ich jetzt ja auch mal erzählen. Also... Wir machen unsere Weltreise und dann haben wir darüber gesprochen, wie es denn wäre, aufs Land zu ziehen. So richtig aufs Land. Und nicht hier aufs deutsche Land, sondern irgendwo in Skandinavien oder Kanada oder so. Als wir uns kennengelernt haben, war das so, glaube ich, der erste Punkt, wo wir uns einig waren, nicht in Deutschland wohnen bleiben. Ja. Irgendwohin mit viel Wald und viel Wasser. Ja, also wir kommunizieren ja ganz offen und ehrlich, dass wir keine Kinder wollen. Einfach aus dem Grund, weil wir einfach frei sein wollen und uns das klingt jetzt gemein, aber keinen Klotz ans Bein. Ja, wir können es uns doch einfach nicht vorstellen. Ich finde, es passt auch nicht zu uns. Wir haben so viel im Leben vor, da passt einfach kein Kind. Genau, und da sagt jetzt hundertprozentig jemand, ja, wartet mal ab. Warte mal noch eine Zeit. Ja, da können wir lang warten, wirklich. Wir sind da sehr, sehr sicher, was das angeht, weil wir einfach auch von vielen Leuten gehört haben, die Kinder haben. Und wir wissen, wie sehr das Leben einschränkt. Tatsächlich schreiben uns auch viele in den Kommentaren, schreibt immer, ja, genießt es, wenn dann die Kinder kommen. Oder, ja, ich würde es auch gern machen, aber dann kamen die Kinder und so. Ich weiß nicht. Und was ist denn mit der Option, einfach keine Kinder zu bekommen und das Leben lang so zu leben? Aber natürlich verstehen wir auch, dass für viele Leute Kinder natürlich eine Bereicherung sind. Also, aber ich will in die Welt auch keine Kinder setzen. Das kommt dann noch dazu, wer weiß, wie es in... Keine Ahnung, er schreibt jetzt in 20 Jahren, wer weiß, wie es in 50 Jahren hier aussieht, weltweit, will man eigentlich gar nicht wissen. Aber in 20 Jahren, um nochmal die Frage abschließend zu beantworten, ich glaube, wir haben hoffentlich mal einen halbwegs festen Wohnsitz an einem schönen Ort, aber ich glaube, dieses Reisen und Abenteuererleben wird nie vorbei sein und für mich auch das Video machen nicht. Ich werde Gärtnerin. Du wirst Gärtnerin. Gärtnerin und Malerin und du wirst so eine richtig geile, so eine Babuschka.
Ansonsten lese ich oft noch auf YouTube, was für Equipment wir verwendet haben. Wir verlinken euch da einfach unser Equipment. Wir haben so eine Equipment-Page auf der Webseite. Sehr, sehr viel von SWMOTEC, gerade was Gepäck angeht und Sturzbügel und so weiter. Klamotten von Climb. Ja. Dazu machen wir auch irgendwann mal ein Video, wenn wir dazu kommen. Es wird auch andauernd gefragt. Das sollten wir echt mal machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, wir konnten euch weiterhelfen und wir hoffen auch natürlich, euch hat die komplette Serie sehr gefallen. Jetzt ist erstmal ein bisschen Break, was Reisen angeht. Wir haben noch ein paar coole Sachen mit KTM gemacht. Wir haben noch was Cooles mit Kalimoto vor. Gibt noch natürlich auch News zu, zu unserer Weltreise und den Weltreisemotorrädern. Das kommt jetzt auch alles. Einfach abonnieren. Wir haben nächstes Jahr noch was anderes geplant. Echt? Abonnieren, Glocke da lassen, Däumchen da lassen und dann sehen wir uns nächsten Freitag. Das ist jetzt eh schon viel zu lang hier alle. Tschüss. Gut. Ciao.